Hallo Freunde, hallo YouTube. Wir müssten jetzt bei dem 5. Video sein, bei der Cosplay-Saga. Und das ist mein Ezio-Gürtel. Da fehlen aber noch die Taschen. Ah, Moment mal, ich hol gerade mal die Taschen. So, tut mir leid, aber schlecht vorbereitet. So, da fangen wir einfach mal an. Dann haben wir hier allgemein die Gürtelschnalle. Und ja, die ist halt aus Stahl gemacht. Die ist auch schön gebogen, wie man sieht. Die ist hier mit Punktschweißung geschweißt an beiden Seiten. Dann habe ich hier mit einem Ledergürtel. Das sind halt zwei Ledergürtel. Oh, Entschuldigung. Zwei Ledergürtel, wo man das befestigt. Dann haben wir halt die drei Taschen, die mittlere, die äußere und die andere äußere. So sieht das dann ungefähr aus. Das hat man halt hinten am Poppes. Und ja, das war es eigentlich davon schon. Da kann ich euch keinen genauen Preis sagen, weil ich das halt, wie gesagt, selber gemacht habe. Der Metallpreis, der verändert sich immer, der Lederpreis verändert sich immer. Die ist halt relativ viel, was sich hier verändert dabei, weil das ist zwar Kunstleder, das ist auch Kunstleder. Kunstleder ist zwar nicht so teuer, aber das verändert sich trotzdem den Preis. Und das Metall auch. Was ich euch sagen kann, was wichtig ist, wenn ihr das hier ausschneidet, solltet ihr alles in Graten oder abrunden, weil es sonst sehr wehtun könnte. Das ist so ca. 15 cm breit, hoch, sorry, und ungefähr so, ja, 20 breit. Ja, dann verabschiede ich mich und ciao, bis zum nächsten Video.